Also Sie waren natürlich eines der Sportgesichter jetzt über den Jahreswechsel. Wie sehr halt das noch nach, was da im Eli Pelli passiert ist? Ja, also ich darf hier sein zum Beispiel, das halt noch ein bisschen nach. Also die Begeisterung war natürlich groß, gerade für den Dartsport in Deutschland. Wächst und wächst und wächst. Und für meine Person ist natürlich auch die Aufmerksamkeit gewachsen und auch die Anerkennung. Und das ist schön, dass man mit seinem Sport auch die Menschen erreicht. Die Viktoria hat mich über die WM Social Media gut begleitet und unterstützt, immer wieder verlinkt. Und das war natürlich eine tolle Anerkennung. Und dann ist der Kontakt entstanden mit dem Arno, der dann mal ein bisschen telefoniert. Da kam die Einladung und für mich, ich bin ja zwar zugezogener Kölner, aber als gefühlter Kölner gab es für mich kein Überlegen, hierher zu kommen. Die Viktoria ist aber nicht der einzige Kölner Fußballverein. Haben Sie alle drei großen Clubs gleich lieb oder ist es dann schon wirklich jetzt auch die Viktoria? Ich habe alle gleich lieb. Da bleiben wir jetzt mal ganz diplomatisch. Das Herz schlägt für Köln und ich denke, wenn wir alle sportlich erfolgreich sind, egal in welcher Sportart, dann macht das die Stadt ganz stolz. Aber im Prinzip ist es doch egal, ob es dann so eine Dartscheibe ist. Außen, jetzt ist es nicht eine ganz billige, aber so eine oder die aus dem Eli Pelli, ne? Das ist eigentlich dann immer das Gleiche. Und es ist auch immer ein bisschen Training eigentlich, oder nicht? Natürlich, also die Scheibe ist immer gleich groß, egal von welcher Marke. Der Abstand ist derselbe und die hängt im Idealfall gleich hoch. Also von daher, Man merkt aber schon, dass Sie eine große Aufmerksamkeit erzeugen. Jeder hält irgendwie so das Handy auf Sie. Also hat sich schon ein bisschen was getan seit der WM. Können Sie noch unerkannt zum Bäcker gehen? Tatsächlich nicht. Ich war letztens beim Bäcker mit meinem Kleinen und wir wollten eigentlich nur ein Rosinenbäckchen für den kleinen Mann holen. Und wurde ich auch angesprochen, ob man hier nicht ein, zwei Fotos machen kann. In einer Privatzeit immer ein bisschen schwierig, aber sonst bin ich natürlich für sowas immer gerne zu haben.